Übrigens, nochmal für alle, fällt mir dabei gerade ein, weil ich kann es nur immer und immer und immer wiederholen. Nicht nur Pippi Langstrumpf hat Fehler gemacht, ja, ich habe auch Fehler gemacht. Ich habe den Fehler gemacht in meiner Transformationszeit. Ja, ich habe Fotos gesammelt. Ja, ich wusste nie warum. Ja, mich hat eine Psychologin, ich weiß nicht, ob es während der Korrektur oder während des Brustaufbaus war, wo ich mit einer Psychologin in einem Zimmer lag, die hat mich darüber aufgeklärt. Nicht mal ihr Psychologe. Sie besteht ja mal darauf, dass es ihr Psychologe ist, also ergo. Meiner Schrägstrich, unser Psychologe, konnte uns darüber aufklären. Ja, ich bin ein kontaktfreudiger Mensch. Ja, ich habe Leute kennengelernt. Nein, nicht zum, wie es Pippi Langstrumpf immer dachte, Knickknack machen. Ich wollte einfach nur neue Leute kennenlernen, mehr nicht. Durfte keine Leute kennenlernen, ich musste sogar alte Freundschaften, musste ich durch oder wegen ihrem Narzissmus ja lösen. Ich sage nur Kati zum Beispiel, Sandra etc. etc. Also Freundschaften, die schon seit Jahren bestehen, musste ich lösen. Ja, ich habe Fehler gemacht. Ja, ich habe mich auch millionenfach dafür entschuldigt, auch was das Fotosammeln betrifft. Habe ich es Pippi Langstrumpf mehrfach versucht zu erklären oder auch gesagt. Ich habe mich auch mehrfach dafür entschuldigt. Es hat Pippi Langstrumpf nicht interessiert. Ja, das waren eigentlich so die Fehler, die ich gemacht habe. Meine Fotosammelei, wo ich nicht wusste, wo es herkommt. Was mir die Psychologin erklärt hatte. Was ich auch in schon zwei oder drei Filmen genannt habe. Dass ich Leute kennenlernen wollte, weil ich ein kontaktfreudiger Mensch bin. Ach, wisst ihr, Leute, ich leier das immer wieder und immer wieder alles hier der Reihe nach runter. Es dringt zu Pippi Langstrumpf ins Hirn leider nicht vor. Nein, es dringt ja was anderes bei ihr vor. Sie verachtet und hasst mich jetzt, obwohl sie mich mal geliebt hat. Tja, das ist genau der Punkt. Hat sie mich wirklich geliebt? Oder? Ja, doch, sie hat mich geliebt. Dezember 16, 17 durch bis September 18, 19, sprich, nee, 18, bis zu meiner OP. Und dann war der Schwanz weg. Dann war nichts mehr da, was sie wollte. Ihre sexuelle Unzufriedenheit. Ja, meine Hormone sind auch schuld. Sprich, ja, die Medikamente, die ich für die Transsexualität brauche und auch heute noch nehme, diese Umstellung. Ja, ich habe Fehler gemacht. Ja, ich habe aber auch den Arsch in der Hose und habe mich mehrfach dafür entschuldigt. Und genau das ist der Punkt. Wenn ich Fehler mache, dann stehe ich für meine Fehler gerade oder entschuldige mich dafür, wie jetzt im Pippi Langstrumpfs Fall. Und ich denke mal, die Fähigkeit, sich für Fehler zu entschuldigen, die macht, ich sage jetzt mal salopp gesagt, die Größe eines Menschen aus. Und Fehler zu verstehen. Ja, Fehler zu verstehen. Fehler gegebenenfalls, wenn auch erst nach sehr langer Zeit erklären zu können, weil man nicht selber drauf kommt. Und sich dann für die Fehler zu entschuldigen. Darin besteht die Größe eines Menschen. Egal. Wollte ich nur noch mal so schnell am Rande, weil das wollte ich eigentlich in das andere Video auch noch mit einfließen lassen, weil auch dieses Video übrigens Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz, ist nur meine Meinung, sich eben
für Fehler auch entschuldigen zu können oder eben für Fehler, die man macht, gerade zu stehen. Wie zum Beispiel auch das eine Mal das Fahren ohne Führerschein. Auch problemlos, ohne Widerstand, im Gegensatz zu anderen. Nicht von der Polizei abgehauen oder sonst irgendwas. Nein, alles ganz easy. Okay. Wollte ich euch nur mal so wissen lassen. Ciao. Ja.